In 20 Jahren eine Weltarbeit ist viel passiert. Von anfangs 12 Mitgliedern sind wir auf fast 1500 angewachsen. Aber auch die Herausforderungen an uns sind größer geworden. In einer globalisierten Welt haben Themen wie Gerechtigkeit, Umweltschutz und kulturelle Vielfalt stark an Bedeutung gewonnen. Dafür haben wir uns eingesetzt und wollen dies auch weiter tun. Wir als eine Weltnetz wollen eben verstärkt uns auch wirklich an die Menschen wenden und die Menschen, die Lust haben, in ihrem Leben was zu ändern, gemeinsam diese Herausforderungen auch anzugehen, die wollen wir bei uns organisieren und denen wollen wir helfen, die wollen wir unterstützen. Rückenwind für ehrenamtliches Engagement, das ist unser Hauptziel, was wir leisten wollen. Politik besser machen für die eine Welt und drittens uns an die Menschen hier richten mit eigenen Bildungs- und Öffentlichkeitsprogrammen. Auch die Zukunft wird uns vor große Aufgaben stellen und neue Fragen aufwerfen. Wie können wir mehr soziale Gerechtigkeit schaffen und Armut bekämpfen? Wie können wir eine schnell wachsende Weltbevölkerung ernähren, ohne der Umwelt zu schaden? Wie weit kann sich unsere Zivilisation ausdehnen, ohne Natur zu vernichten? Wie können wir beim Thema Mobilität neue Wege gehen? Wie kann unsere Energieversorgung klimafreundlich gesichert werden? Bei diesen Fragen gilt es besonders, die junge Generation einzubinden. Wenn die Sachen, die wir jetzt in diesen Jahren oder heutzutage wirklich machen, schlechte also Ursachen wären, gehe ich davon aus, dass man wirklich gründlich nachdenken soll, wie man wirklich in 30 Jahren noch leben will, dass man wirklich nicht sich noch mehr gefährdet. Also sprich, man soll wirklich versuchen, diese Maßnahmen einzuhalten, dass auch in 30 Jahren wir noch unseren lieben, tollen Erde noch haben, sag ich mal so. Und ja, ich hoffe mir, dass einfach das Ganze einfach wirklich dann auch wirklich bleibt und dass man auch wirklich sich einhält, da Verbesserungen durchzumachen. Ich hoffe, dass sich in den Köpfen der Menschen ein Gedanke einpflanzt, der sie selber danach fragen lässt, dass wenn ich Gerechtigkeit haben will, ob ich die nicht auch anderen ermöglichen kann. Daran glaube ich ganz stark, dass die Menschheit oder einige, die Machtposition innehaben, das irgendwann mal hinkriegen. Fehlt eigentlich nur der Schritt zum Bewusstsein hin, dass wir Teil des Problems sind. Weil wenn wir erkennen, dass wir Teil des Problems sind, dann können wir auch Teil der Lösung sein. Unter dem Motto Vision 2030 wollen wir unser Jubiläum feiern. Bei der diesjährigen Landeskonferenz werden wir zurückblicken und vorausschauen. Mit spannenden Gästen erwarten wir Vorträge, Workshops und Diskussionen rund um die eine Welt-Themen. Stand on the ground, stare at empty space. Nothing lights the glow of your servant face.